Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Im heutigen Video, es ist wieder ein Sketch-Video, das heißt, es gab letzten Monat einen Sketch, der sieht so aus. Und dazu habe ich Karten gebastelt und zwar habe ich zwei vorweg gebastelt und wir basteln auch wieder eine im Video. Die sehen so aus. Die Bonusaufgaben waren diesmal, dass man den Hintergrund entweder mit Aquarell oder mit Alkoholtechnik machen soll. Und ich weiß noch nicht, was angekommen ist, weil ich habe die Sachen noch nicht geöffnet, aber ich vermute mal, dass mehr Aquarell angekommen ist, deswegen habe ich mich jetzt um Alkoholtechnik bemüht. Das sind eben hier die Muster im Hintergrund, die sind ganz charakteristisch für Alkoholtechnik. Und ich habe hier einmal eine Variante gemacht, wo der Swirly ganz durchgeht und einmal hier, wo eben unten mit einem anderen geprägten Papier ist, das hier abgeblockt wird und dann ein Band jeweils quergelegt und ein Spruch und das war es schon mit der Karte. Wir machen eine ganz andere Variante jetzt in dem Video als diese beiden. Ich habe die beiden gemacht mit dem neuen Kieselgrau, das mag ich sehr gerne. Und das ist was ganz Abstraktes und ist eben super für eine Jungskarte, deswegen wollte ich Neutralter nehmen. Und ich habe mich zweimal mutig, hoffe ich, Claudi, du bist stolz auf dich, auf mich, so rum, und habe nämlich eine quietschige Farbe kombiniert, einmal in Orange und einmal in Pink, weil ich fand, das ging damit ganz gut. Also kann man schon machen, finde ich. Ganz cool. Hier habe ich das Pink auch in den Aquarell-Look mit eingearbeitet. Das habe ich da drüben nicht gemacht, weil da war ich mir nicht sicher, welche Farbe ich unterlege. Würde ich im Nachhinein auf jeden Fall wieder so machen. Man könnte da natürlich jetzt auch, keine Ahnung, noch kleine Elemente aufstanzen und die aussetzen. Also keine Ahnung, so ein Schmetterling oder so, die da so lang fliegen in dem Orange. Könnte man machen, wenn man wollte, aber ich dachte, ich lasse das jetzt einfach mal so. Vielleicht klebe ich auch noch Steinchen drauf, mal gucken. Wir machen im Video jetzt eine Variante in Marineblau und da habe ich nämlich auch noch eine ganz spezielle Idee im Kopf. Dann muss ich auf jeden Fall einmal die Statistik sagen, und zwar ist es ein Kunstlevel auf jeden Fall von 3, wird hier viel rumgekünstelt, dann ist es ein Techniklevel von 1, weil es an sich keine interaktive oder eine bewegbare Karte ist, und ein Budgetlevel, Entschuldigung, ich setze das mal auf 1 jetzt. Allerdings braucht man Alkoholmarker dafür. Das heißt, wenn man schon Alkoholmarker hat, dann hat man wahrscheinlich sogar fast alles zu Hause, was man braucht dafür. Ansonsten muss man sich dann auch die Alkoholmarker besorgen. Aber es ist keine Stanzmaschine benutzt in dem Dings. Also hier habe ich was geprägt, aber das könnte man noch ein Designerpapier nehmen. Deswegen, ich setze es mal auf 1, weil für die eigentliche Idee der Karte braucht man es nicht. Okay, die lege ich mal weit weg, damit die nicht eingeschmuddelt werden. Und ändere mal den Hintergrund hier mit meiner Schneidematte. Die nehme ich immer, um da drauf rumzuschmieren. Und dann holen wir uns auch schon die Sachen zum Draufschmieren. Die weiße Lage ist eine zweite Kartenauflage, das sind 9,5 x 13,5. Und auf der wird tatsächlich gar nicht gearbeitet. Die bleibt schneeweiß, aber ich klebe die, damit man ein bisschen besseres Gefühl hat, einmal ein kleines bisschen Kleberoller an meine Matte. So. Die muss auch nicht gut halten. Und dann nehme ich ein Stück Pergamentpapier, das ist jetzt einfach genau ein Viertel A4 Bogen, das ist ein kleines bisschen drüber, schneidet den eben so groß wie ihr könnt, aber eben keinen Verschnitt habt. Der wird links und rechts um unser Papier drumherum gefaltet. Die Idee ist nämlich, für Alkoholfarben braucht man immer einen nicht saugfähigen Untergrund. Alkoholfarbe kann man auf verschiedenste Weisen benutzen. Wir machen hier quasi den Crashkurs, die Cheater-Variante. Wir nehmen nämlich Alkoholmarker, Alkoholstifte, anstatt die eigentliche Farbe aus irgendwelchen Gefäßen zu tropfen. Und man kann auch ein spezielles Papier dafür kaufen. Das ist auch super geeignet. Wenn ihr das habt, nehmt auf jeden Fall das. Aber man kann eben auch auf Pergamentpapier arbeiten. Jedenfalls das von Stampin' Up. Das ist nämlich nicht so saugfähig. Und damit funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Richtig. Und weil das aber durchsichtig ist und das dann nichts hermacht, schlagen wir das um das Weiße drumherum. Und weil man ja das Problem hat, dass man durch Vellum durchgucken kann, müssen wir sie eben umschlagen, damit man keine Klebespuren sieht. Das ist ein bisschen umständlich, aber das passt dann schon. Theoretisch könntet ihr auch es genau dort ankleben, wo hier das Band ist, aber dann steht es hier oben ab. Und am Ende steckt man das dann falsch in den Umschlag und dann fängt sich hier eine... Nee, das machen wir nicht. Deswegen, ich mache das so, dass ich das überall umschlage. Deswegen ist das eben ein kleines bisschen größer. Das ist genau ein Viertel A4. So, und jetzt klebe ich das einfach oben und unten an mit Washi-Tape. Grüße an die Nina an der Stelle. So. So einfach schön flach. Einfach nur, dass es hält. Das wölbt sich nicht. Jedenfalls in meiner Erfahrung wölbt es sich nicht. Es geht nur darum, dass wir das so halten, wie es soll.
Und dann nehme ich mir Alkoholmarker. Ich benutze hier die Stampin' Blends in Marineblau. Da haben wir immer einen dunklen und einen hellen dazu. Und ich habe mir die in Boho-Blau noch neben dran gelegt. Vielleicht arbeite ich die auch noch mit ein. Zweifarbig ist meistens ein bisschen schöner und lebendiger. So, generell möchte ich den Verlauf etwa so haben. Das soll mein Swirly werden. Und ein bisschen nach unten, hier soll es abbiegen und hier ein bisschen nach oben, damit der Platz einfach ein bisschen schöner ausgenutzt wird. Und dann bringen wir einfach ein bisschen Farbe, einfach ein bisschen rummalen hier aufs Papier. Und man könnte jetzt mit dem Hellen zum Beispiel, oder ich gehe einfach direkt mit dem Hellen in Boho-Blau rein, einfach um ein bisschen Farbvariation zu bekommen. Noch ein bisschen links und rechts davon. Und guck mal, wie das nachher so wird. Man kann immer nachher noch Farbe nachtanken. So, ich habe hier jetzt ein kleines fein Applikator-Fläschchen-Dingsabumser. Habe ich gefüllt mit Isopropanol. Das gibt es in verschiedenen Prozenten. Ich habe es hier in 99,9. Ganz 100 kriegt man nicht, weil da muss ja immer so ein Brechmittel rein oder so, damit man das nicht trinken kann. Deswegen also quasi 100% kaufe ich immer. Damit mache ich viele Techniken und Alkoholfarbe und damit kann man super Dinge wegputzen und so. Deswegen, ich kaufe immer den 100er. Und man kann auch 70er zum Beispiel kaufen, um damit den Wink of Stella nachzufüllen. Aber ich nehme dafür den 100er und verdünne den mit Wasser. Aber falls ihr den Wink of Stella nachfüllen wollt, nicht den 100er reinmachen. Das funktioniert nicht so gut wie 70er. Also macht 100er rein und nimmt noch Schlucker Wasser dazu. Das muss auch nicht perfekt sein. Und was ich jetzt mache, ich nehme mein Applikatorfläschchen und ich nehme einen Blasebalg. Der ist jetzt vom Tim Holtz genau für Alkoholfarbe gemacht, aber den gibt es auch in anderen Bereichen des Lebens. Zum Beispiel für Kameras zum Staub auf der Linse wegpusten oder so, habe ich die schon gesehen. Oder vielleicht habe ich auch einen anderen Blasebalg. Und es gibt auch zum Beispiel, hatten wir auch mal von Stampin' Up, für die Marker zum Spritzen so einen Blasebalg, den könnte man auch nehmen. Und was man tut, ist, man macht ein bisschen Alkohol drauf und dann weicht das eben die Farbe so an und dann kann man die mit dem Blasebalg so rumpusten und die verschwimmt dann offensichtlich und dann kann man die so ein bisschen hin und her schubsen. Ich muss es nur mit der anderen Hand machen. Ich bin zwar Beidhänder, aber die rechte kann es doch ein kleines bisschen besser und ein bisschen feinfühliger. Genau. Und es ist auch immer ein bisschen ein Glücksspiel. Die Farben, manche von den Alkoholfarben spalten sich in witzige Untertöne auf und manche machen es nicht. So, und man schubst die also hin und her. Ich glaube, ich mache sowieso gleich einen Zeitraffer rein, beziehungsweise ich texte euch nebenher voll. Gibt nämlich noch ein, zwei Sachen, die ich erzählen muss. Also Nummer 1, wir bleiben mal hier fachspezifisch. Man sieht es ab und zu in Videos, ihr solltet auf keinen Fall einen Strohhalm nehmen und damit pusten, denn das ist ja Alkohol. Und bei der Technik, die wir jetzt machen, wäre es nicht ganz so tragisch, weil es nur Alkohol ist. Da werdet ihr dann nur dolle betrunken von. Aber wenn ihr richtige Alkoholfarbe nehmt, da ist meistens Resin mit drin. Und das darf auf keinen Fall in den Körper gelangen, insbesondere nicht in die Lunge. Deswegen auf keinen Fall nachmachen, wenn ihr im Internet seht, dass jemand da mit einem Strohhalm irgendwie drumherum pustet. Das sollte man tunlichst vermeiden. Übrigens puste ich nicht mit dem Blasebalg, sondern ich wedel, also ich drücke nur so ein kleines bisschen drauf und wedel das nur so ein bisschen rum, damit das richtig so schön dezent wird. Und damit es auch keine Pustespuren, sag ich mal, gibt oder so harte Ränder oder so ausgeflockte Ränder, sondern damit es eben klein, weich und pfützen und verschwimmen, so ein bisschen wie Aquarell, aber sieht halt nicht aus wie Aquarell, sondern ein bisschen anders. Und daher bekommt es eben diesen typischen Alkoholfarben-Look. Ja, also zum Beispiel der Teil hier gefällt mir schon ziemlich gut. Und die ganz harten Ränder, die können wir nachher auch nochmal anbrechen, weil das Witzige oder das besonders Coole an Alkoholfarbe ist, anders als Aquarell, das lässt sich unendlich oft und zu 100% wieder anlösen. Also wenn man nicht glücklich mit einer Stelle ist, dann kann man die einfach nochmal machen und einfach nochmal Alkohol drauf machen. Man könnte sogar nochmal Farbe hinmachen. Oder wenn es ganz doof ist, dann kann man es sogar auch einfach wieder abwischen und neu drauf machen. Also das ist total praktisch. Je nach Farbe, manchmal färben die so ein bisschen das Papier. Auf dem speziellen Alkoholpapier, auf dem Jupo-Papier, passiert mir das manchmal mit Blautönen. Dann färben die das Papier so ein bisschen, das ist dann schade. Dann kriegt man es nicht mehr zu 100% weg. Aber hier auf dem Vellum funktioniert das eigentlich immer super. So, ich glaube, ich habe jetzt die fachspezifischen Sachen gesagt, die ich loswerden wollte. Jetzt kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Und zwar, letzte Woche war kein Video, weil ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen. Ich war bei der Stampin' Up! Führungskräftekonferenz in Las Vegas. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an Leute, die da waren, falls die gerade zugucken. Das ist im Prinzip eine Teambildung, eine Teambildungsfortbildung oder so. Also es geht darum, wie man sein Team unterstützen kann, was man da tun kann und so weiter. Also es ist eigentlich eine Fortbildung gewesen. Und da habe ich vor allem auch ganz viele von den deutschen Führungskräften kennengelernt, die ich noch nicht kannte und oder noch nicht persönlich gesehen habe. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und richtig, sobald man einen gewissen Titel bei Stampin' Up! Erreicht hat, kann man damit hingehen. Und das war sehr, sehr cool. Und das habe ich auf jeden Fall noch gemacht. Das war so ein bisschen eine Spontanaktion, weil ich geguckt habe, ob ich noch ins Hotelkontingent komme, weil es sonst einfach echt teuer ist. Wir kriegen da eine Reisepauschale für. Damit kann man auch viel finanzieren, insbesondere zum Beispiel den Flug und alles. Aber man muss es ja trotzdem nicht teurer machen, als es irgendwie geht. Deswegen war das dann doch so ein bisschen eine Spontanaktion. Ich bin auch eigentlich noch in der Klausurphase und da kommen wir ganz elegant zum nächsten Punkt. Ich bin in verschiedenen Stellen meines Lebens gerade unter Stress. Also es kann sein, dass in der nächsten Zeit die Videos etwas sporadischer rauskommen. Ich hoffe mal, ich schaffe euch irgendetwas zu machen, weil ich glaube mal, ihr hättet es lieber, wenn was Kleines oder was, wenn was, ich sag mal, Billiges rauskommt, als gar nichts. Deswegen, ich schau mal, wie ich es schaffe. Aber ich bin danach auch nochmal im Urlaub und da werde ich es auf keinen Fall schaffen, Videos komplett oder die Videos, die ihr kennt, vorzudrehen und vorzuproduzieren. Das schaffe ich auf keinen Fall. Also ich gucke mal, vielleicht finde ich irgendeine Ersatzlösung, irgendwas Kleines, irgendwas Cooles, mit dem ich das machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. Ich gucke mal. Ihr könnt mir weiterhin trotzdem Mails schreiben. Also ich bin da, ich lebe auch, mir geht's auch gut. Ich nehme auch meinen Laptop mit in den Urlaub. Also ich kann da auch E-Mails beantworten. Das ist alles gar kein Thema. Ich kann nur nicht mein ganzes Kamerasetup und meine Bastelsachen mitnehmen. Das sprengt den Rahmen, das schaffe ich nicht. Kurzer Side-Note, ihr seht übrigens, es spaltet hier, ich hoffe, ihr seht das, so ein bisschen einen Rotton auf in dem Blau und deswegen kriegt es so leicht lilane Ränder, sieht total cool aus. Gut, richtig, also habe ich gesagt, Videos, wenn die in nächster Zeit langsamer kommen oder andere Videos kommen, dann wisst ihr jetzt warum. Mir geht es soweit ganz gut, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich muss nur schauen, wie und was ich irgendwie schaffe. Danach relativiert sich es auch wieder. Spätestens im Oktober bin ich wieder vollständig für euch da. Das ist ja auch ganz wichtig, weil dann Halloween losgeht. Und dann müssen wir ja basteln zusammen. Halloween-Kram, sonst macht es ja keiner. Deswegen, also da ist, bin ich auf jeden Fall wieder vollständig für euch da. Aber so den September kann es sein, dass es ein bisschen holperig wird. So. Ihr seht übrigens, es war mir jetzt hier zu weit über den Rand gelaufen, aber da kann man einfach Alkoholfarbe hinmachen und es wieder in die Mitte pusten und dann ist das alles kein Thema. So, und ich mag das, wenn ich es einmal nach außen ausbluten lasse und dann wieder so ein bisschen zurückschubse, weil dann kriegt es hier so einen ganz tollen, so einen ausgelaufenen, ausgelassenen Rand. Das finde ich super schön und ich mag das. Deswegen lasse ich es lieber einmal zu weit laufen und puste es dann wieder so ein bisschen zurück. So, auch hier kann es wieder ein bisschen nach unten. Genau, und eventuell muss man auch den Alkohol einfach trocknen lassen an der Stelle und dann später nochmal zurückkommen. Und wie gesagt, man kann alles zu 100% wieder anfeuchten und wieder manipulieren, bis man glücklich ist. Auch da gilt es natürlich wie immer beim Basteln, den magischen Punkt zu finden, an dem einem das Kunstwerk gefällt. Und darf man es natürlich nicht kaputt machen. Ja, und wenn ihr euch da anders weiterbilden wollt, also ich weiß auch nicht so super viel und ich kann das auch nur so medium gut hier mit den Alkoholfarben, aber da gibt es auch von anderen YouTubern ganz fantastische Videos dazu, die sich eingiebig mit dem Thema beschäftigen. Also da, wenn ihr euch dafür interessiert, da findet ihr bestimmt noch andere Ressourcen, wo ihr euch mit weiterbilden könnt auf YouTube. Ich mache ja hier nur so ein bisschen einen Crashkurs und ich mache auch immer, was mir hier gefällt und breche das so ein bisschen übers Knie. Aber zum Beispiel für das, was es... mir gefällt es hier jetzt schon ganz gut, weil ich habe viele von diesen Kanten drin. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so Kristalle, so ein bisschen Achatstrukturen. Es sieht doch so ein bisschen marmormäßig aus. Also ich finde das jetzt schon ziemlich cool. Möchte ich überhaupt noch was tun? Ich glaube nicht so wirklich. Vielleicht können wir das auch einfach lassen, so wie es ist. Mir gefällt es nämlich tatsächlich ganz gut. Da können wir noch einen Tropfen drauf machen. Und auch hier können wir noch ein bisschen einen Tropfen drauf machen, damit sich das ein bisschen noch aufspaltet. Aber da setzen wir jetzt, glaube ich, sowieso noch Sternchen drauf, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Okay, dann kann ich das wieder zur Seite tun.
Das sollte auf jeden Fall jetzt noch trocknen, aber nachdem es Alkohol ist, geht es ziemlich schnell zu trocknen. So, ich wollte noch Sprenkel drauf machen, und zwar goldene kleine Sprenkel. Und dafür greife ich mal hinter mich und schau mal, dass ich eine goldene Tinte, das ist Kupfer. Wo ist mein Gold? Hier. Einmal gut schütteln. Das ist eine Pigmenttinte hier. Eine goldene, die hatten wir auch schon mal vor Jahren im Sortiment. Einen alten Acrylblock brauche ich. So. Und jetzt wäre es natürlich schlau, wenn man kein Alkohol damit. Normalerweise spritze ich ja gern mit Alkohol, weil der Alkohol schneller trocknet. Aber das machen wir diesmal nicht, weil ich habe Angst. Wobei, no risk, no fun. Wir machen es trotzdem mit Alkohol. In der Hoffnung, es werden nur kleine Sprenkler, die uns eben nicht das Bild wieder auseinanderlaufen lassen. So, jetzt brauche ich einen Pinsel. Den habe ich natürlich nicht bereitgelegt, ich hält. Hier ist einer. Welchen nehmen wir? Nehmen wir mal so ein. Eigentlich möchte ich gerne einen kleineren haben. Ja, probieren wir doch mal den. Und mein Falzbein. So, schauen wir, ob das flüssig genug ist. Ich bezweifle es. Das macht kleine goldene Sprenkel. Die sind auch ganz hübsch. Ich kann noch mal versuchen, ein bisschen mehr Gold zu machen und noch ein bisschen mehr Alkohol, weil tendenziell gilt beim Sprenkeln, je flüssiger, desto größer die Tropfen. Ich hoffe, man sieht es. Jetzt kommen deutlich größere. Ich versuche, die mal hier so ein bisschen in unsere Bahn zu fokussieren. Sehr geil. Oh, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera so gut, wie ich das hier in echt sehe. In meinem Display sieht es immer doof aus, aber im Video, im Fertigen geht es dann meistens. So, und dann hatte ich mir überlegt, wollte ich noch mit einem goldenen Lackstift. Wichtig ist jetzt hier einen Lackstift zu benutzen und keinen Gelstift, weil Gel trocknet darauf nicht so gut. Der hat zwar nicht genau den gleichen Goldton. Das ist aber in Ordnung. Und dann wollte ich eigentlich noch so kleine Sternchen reinmalen. Das seht ihr jetzt leider nicht, weil ich muss direkt von oben machen, sonst geht es nicht. Also ich male ein Kreuz. Und dann vervollständige ich das so ein bisschen. Ich zeige es mal hier in groß. Also ich male erst so ein Kreuz. Und dann male ich hier die Innenräume aus. So eine Raute, dann hat man solche Sternchen, solche Galaxy-Sternchen. Die kommen überall dahin, wo es ein bisschen dunkler ist, kommen so ein paar Funkelsternchen. So immer zu zweit oder zu dritt, dass jeder Stern so seinen kleinen Freund dabei hat. Hier auch noch ein. Ja, immer so Zweiercluster habe ich jetzt gesetzt. Das ist doch ganz süß, oder? Passt. Gut, und jetzt kommt das schwere Teil. Jetzt muss man sich gedulden, bis das trocken ist. Und ich glaube, ich kann in der Zwischenzeit tatsächlich gar nichts Sinnvolles tun, weil der ganze Rest jetzt einfach nur noch wartet, bis ich das verarbeiten kann. Der Rest ist nämlich nicht mehr schwer. Genau, ich habe eine Kartenbasis in Marineblau. Hat die Maße wie immer 10,5 x 29, gefällt es bei 14,5. Und ich habe eine Auflage in Wilder Weizen ist das. Und zwar ist die nicht, also das weiße Ding ist ja die zweite Auflage. Und dieses hier ist nicht die erste Auflage, sondern erste Auflage minus 2 mm. Also nicht 14 x 10, sondern 13,8 x 10,8. Also ist es nur 3 mm breiter als eigentlich unser weißes Ding. Das heißt, 1,5 an jedem
Hand. Nachdem ja noch das Vellum umgeschlagen wird, ist es noch mal weniger. Also ich vermute mal, so etwas mehr als einen Millimeter sieht man überhaupt nur von dieser bunten Lage. Und deswegen, man hätte eine Goldfolie nehmen können. Und das sieht bestimmt auch cool aus, weil wir ja die goldenen Sprenkel drauf haben. Aber ich dachte mir, für 1,5 Millimeter ist das ein bisschen Overkill. Was ich normalerweise immer mache, ich schneide die Goldfolie aus und dann gehe ich bis auf einen halben Zentimeter am Rand mit einem Cutter her und cutter das in der Mitte raus. Dann nehme ich das nämlich raus und dann habe ich hier den schönen Rand. Das sieht nämlich doof aus, wenn man das anstückelt. Das sieht man, insbesondere bei Metallicfolie. Und dann habe ich eben diesen Cutout aus der Mitte und da kann ich dann entweder nächstes Mal einen anders großen Rahmen ausstanzen oder auch Einzelteile. Ich meine, die meisten Sachen, die ich aus Goldfolie ausstanze, sind irgendwelche Elemente oder sowas. Und na, dann kann ich dann auch dieses Innenteil weiterverwenden. Also ich benutze dann wirklich von der Fläche her nur das, was drumherum ist, sonst wäre das viel zu teuer, so ein großes Stück Goldfolie einzukleben, dafür, dass man dann am Ende kaum was davon sieht. Aber ich dachte, für jetzt tut es auch mal das Wilde Weizen. Also ich werde es mal gleich neben unten drunter halten und dann entscheiden, ob der Wilde Weizen okay ist oder nicht. Und kombinieren werde ich das mit, das kommt im neuen Winterkatalog, das Geschenkband mit Glitter in Marineblau. Das hat nämlich auch diese goldenen Sprenkel. Das hier war die Inspiration der Karte für die goldenen Dinger. Man könnte dann sogar noch die Sterne aus der Reihe dazusetzen, auch vielleicht macht man das sogar. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber vielleicht muss ich dann doch ein bisschen eskalieren. Okay, ich mache jetzt jedenfalls irgendwas anderes, bis mein Teil hier fertig trocken ist. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, ich glaube, ich traue mich noch nicht, das anzufassen. Dann warten wir noch ein kleines bisschen und dann komme ich wieder zu euch zurück. So, also die Sternchen hier sind noch nicht zu 100% super dubi trocken, also die gespritzten. Aber das muss jetzt funktionieren. Hab keine Geduld mehr. Okay, ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Deswegen lasse ich auch extra hier die Lage liegen. Also, wir gehen zuerst her und euer bester Freund in dem Projekt ist Abreißklebeband. Einmal Abreißklebeband oben an die Kante und unten an die Kante. So, direkt abziehen. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass das dem nichts tut, wenn ich das jetzt so hinlege, in der Hoffnung. Ich berühre es einfach nicht so viel, ich verschiebe es nicht so viel. So, eigentlich richtet man es natürlich vorne jetzt aus, aber es war ja perfekt zentriert und da hat es mir auch gefallen. Wenn nicht, könnt ihr es auf der anderen Seite noch ein bisschen ruckeln und dahin machen, wo ihr wollt. Also wir falten zuerst einmal oben ein und dann schön mit dem Finger immer in die Richtung drücken. Ganz, ganz, ganz stark hier gegen, dass es sich auf jeden Fall eng liegt. Jetzt hier nochmal richtig nach unten schieben und da oben das gleiche machen. Wir schlagen jetzt unsere weiße Lage mit unserer Kunstlage ein. Und zwar so eng, wie es nur irgendwie geht. Das soll ja nicht umgeschlagen aussehen. So, und wo wir jetzt schon dabei sind, können wir einmal mit dem Falzbein richtig gut drüber. Und Katastrophe? Nö, geht. So, aber man sieht es hier an den Schmierereien, es ist tatsächlich noch nicht ganz trocken. Pigmenttinte braucht einfach immer eine ganze Weile, bis die komplett trocken ist. So, jetzt schnibbeln wir hier die Ecken raus, damit sich das besser umfaltet. Und zwar einmal diagonal hier runter, nicht zu viel wegnehmen. Und dann den oberen Schniepel hier noch weg. Und dann haben wir hier eine schöne Anschrägung. Und das legt sich dann nachher einfach schöner, weil nicht so viele Lagen aufeinander kommen. So, also hier. Da war ich beim letzten Mal, als ich die Technik gemacht habe, nicht vorsichtig genug. Und habe mir böse Kommentare eingefangen, dass ich da ja geschlampert hätte. Und da habt ihr absolut recht. So, dieses Mal ist es besser. So, und jetzt wieder hier hinlegen und nicht nochmal viel bewegen. Wenn ihr das macht, habt ihr natürlich hoffentlich ein kleines bisschen mehr Zeit. Ich habe aber jetzt keine Zeit und keine Lust mehr, weil diese Sketch-Videos, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufwendig sie sind. Nur so mal für den Vergleich, weil ich auch immer mal wieder gefragt werde, wie lang so ein Video braucht. Das ist sehr unterschiedlich. Es passiert ganz, ganz viel hinter den Kulissen, das ihr nicht seht. Also das eigentliche Video zu drehen ist der allerkleinste Teil. Aber allein die Projekte zu entwickeln braucht ewig. Manchmal hat man direkt eine Idee und es fällt einem einfach was aus dem Kopf und plopp, wunderbar. Aber bis es normalerweise
die Idee kommt recht schnell, aber bis ich das perfektioniert habe, sodass es aussieht, wie ich das gerne hätte und meinem Qualitätsstandard genügt, dauert es eine ganze Weile. Weil ich kann ja nicht einfach was nachbasteln, sondern ich muss es mir selber ausdenken. Und diese Sketch-Videos, die sind derart aufwendig. Und zwar nicht vom Projekt, sondern vom Videoschnitt und vom Bearbeiten. Und dann kommen ja noch eure Projekte mit reingeschnitten und so weiter und so fort. Das braucht einen ganzen Tag. Also ich mache einen ganzen Tag lang nichts anderes als dieses Video, außer Essen und Schlafen. Mache ich einen ganzen Tag lang dieses Video, nur für so ein Sketch-Video. Die anderen brauchen deutlich weniger Zeit. Aber trotzdem, das ist nicht so, dass man das mal eben macht. Also das ist... Ich sage immer, das ist mein Job, ne? Dafür werde ich auch bezahlt. Aber das ist nicht so, dass ich das mal nebenbei mache. Man kann Videos auch nebenbei machen am Anfang, aber die, die ich mache und so wie ich das hier mache, dauert das seine Zeit. Aber ich mache es sehr gerne. Insbesondere auch das Basteln. Das fällt einem dann ja nicht als schwere Arbeitszeit an, weil das ist ja ein kreativer Schaffensprozess. Das mache ich ja gerne. So. Und so ist die Lage dann nachher fertig. Finde ich voll geil. Okay, jetzt bin ich richtig glücklich. Weitermachen. So, und zwar wird das ganze Ding gemattet. Jetzt habe ich das zur Seite gelegt. Ich muss es doch nochmal, weil ich will es immer noch nicht hinlegen auf Papieruntergrund. Und zwar nehme ich jetzt doch nochmal Abrissklebeband. Einmal drumherum. Einfach nur, weil Flüssigkleber ist mir jetzt zu doof, weil der zieht ja hier außen in dieses Pergamentpapier nicht ein, sondern der bleibt dann so lange da zwischen den Lagen gequetscht, bis der trocken ist und diese Zwei-Phasen-Klebrigkeit von dem Tombow aktiviert wird. Und dann erst klebt er. Und der klebt schon, das könnte man schon tun, aber das ist mir, um ehrlich zu sein, einfach so doof. Deswegen wird es angeklebt und bums, fertig. Hier mit Abreißklebeband. So. Okay, ist immer noch nichts verschmiert, sehr gut. So, das kommt jetzt eben auf das drauf und ich glaube, die Farbe gefällt mir dazu. Und mit dem Marineblau noch drunter, kann man das machen? Ja, das kann man machen, oder? Das ist cool. Mir gefällt es jedenfalls. Also Gold wäre natürlich noch mehr Hingucker, aber andererseits nimmt auch dann das Gold ein bisschen natürlich von dem Fokus, von diesem spektakulären Hintergrund. Und wenn es einfach in Anführungszeichen nur Farbkarton ist, dann bleibt der Effekt ein bisschen mehr zentriert. Und was man natürlich auch machen könnte, ist von der goldenen Farbe, die wir geschmiert hatten, kann man natürlich auch ein bisschen, wenn ich das einmal demonstrieren darf, könnte man ein kleines bisschen auch einfach um den Rand schmieren. Dann wird es auch golden. Da möchte ich nur so einen Hauch haben, weil ich will, dass man viel von dem Willer Weizen noch sieht, weil ich das eine schöne Farbe finde. Aber so könnte man das auch machen. Um noch so ein bisschen Sparkle mit reinzubekommen. Das ist ein bisschen Metallicfolie für Arme. Wir haben halt auf dem ganzen anderen Projekt sonst nichts drauf, was wirklich metallisch ist. Außer vielleicht so die Akzente nachher in dem Band drin, aber das zähle ich jetzt nicht als metallisch. So, und dann haben wir das hier. So, ich lasse extra Platz, damit man den wilden Weizen noch sieht. Und der wilde Weizen ist natürlich für Gold auch ein super schöner Ton zum drunterlegen und zum drüber drauf schmieren. So, kann man auch machen. Jo, sieht auch cool aus. Lassen wir so. So, jetzt muss ich da einmal gucken, dass das gescheit oben, unten, links, rechts überall gut anliegt. Wirkt so, als hätte ich mich ein kleines bisschen verschnitten. So. Und ein letztes Mal kommt jetzt noch hier wieder die Matte, damit ich es auf den Kopf legen kann.
Und jetzt hier am Rand ein bisschen andrücken. Nicht zu sehr in der Mitte, weil wir wollen ja hier das Pigmentzeugs nicht kaputt machen. Das kann man dann nachher noch einmal fester andrücken, wenn alles wirklich super gut trocken ist. So, und das ist dann die Auflage. Sieht super geil aus. Da kommt jetzt noch unser Band quer. Weil ich kann, nicht weil ich muss. Hier. So, als so kleiner Trennstreifen, einfach so als kleines optisches Element. Die Karte wäre natürlich auch so super schön. Und wenn man da jetzt noch das Etikett einsetzt, das reicht auch vollkommen. Aber wir basteln ja nach dem Sketch und der Sketch sagt es und außerdem ist das Band voll der Hingucker. So, und da suche ich mir jetzt einfach eine Stelle aus, wo mir das Band gut gefällt. Zum Beispiel hier so. Und dann klebe ich das einmal so fest. Wunderbar. Das funkelt eben auch ganz stark. Und ich muss noch ein bisschen runter. Und ich hatte auch immer einen Knoten mit reingemacht, einfach weil Schleife da irgendwie nicht in die Optik gepasst hat. Aber einen Knoten kann man hier machen. Also einmal hier so einen Knoten reinlegen. Und den dann hier drüben so zuziehen. Jo, kann man machen. Jo, ist cool. Doch, kann man machen. Gefällt mir. So. Das Band ist übrigens natürlich auf dem goldenen Schnitt angebracht. Da habe ich sogar auch mal ein Info-Video zu gemacht. Und das ist natürlich jetzt total praktisch, weil es ist eine Karte in Gold. Im Info-Video erkläre ich genau, was der goldene Schnitt ist. Könnt ihr mal gucken in die Reihe Tims Tipps. Da gibt es eine Videoreihe auf meinem Kanal. So, dann kleben wir das auf. Und zwar hier mit Dimensionals. Und dann nehmen wir doch ab und zu aus. Ausnahmsweise mal ein paar große. Und zwar hier 6 außenrum und noch 2 in die Mitte. Und das passt dann. Die Karte bulgt sich nämlich sowieso automatisch schon auf, nachdem ja die Vellumlage so drumherum drüber geschlagen ist und in der Mitte keine Verstärkung hat, wird das sowieso recht bulkig. Also es macht nichts, weil im Umschlag geht es auch wieder komplett flach. Aber generell ist es nicht die flacheste Karte. Wunderschön. Jetzt machen wir da noch das Etikett drauf und dann sind wir auch schon fast fertig. Dann können wir noch über Accessoires oder Schnickeldies nachdenken. Da habe ich auch noch 2 Sachen rausgelegt, die ich euch mitgeben möchte. Als allererstes habe ich den Spruch gestempelt. Ich habe ein einfaches Glückwunsch, habe ich mich jetzt für entschieden. Ich war ganz knapp davor, da eine Weihnachtskarte draus zu machen und habe mal durch die Weihnachtssets geguckt. Und habe in dem Set Fröhliche Bäume einen für dich und die Deinen gefunden. Ist auch in echt deutlich größer. Das würde auch perfekt da reinpassen in unser Banner. Und da habe ich gesehen, in dem Set drin, in den Stanzformen, sind sogar solche kleinen Galaxy-Sternchen hier. Das heißt, die könnte man dann auch in Gold ausstanzen oder sogar auch noch eins gelayert in Blau und die da mit in diese Sternwolke reinsetzen. Das sähe bestimmt ganz, ganz klasse aus. Aber ich habe mich zusammengerissen und beherrschen können, weil ich mag das nicht so. Ich mochte das als Kunde nicht, wenn die Demos immer gebastelt haben mit Sachen, die noch nicht offiziell verfügbar waren und deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Ich habe aus dem Set etwas Besonderes hier einen Glückwunsch rausgenommen. Es ist eine absolute Empfehlung, es sind ganz viele schöne Sprüche drin, manche davon auch ein bisschen schwafelnder. Das ist schön für die Innenseite, aber die sind schön geschrieben, die gefallen mir. So, ich habe hier ein Etikett. Das Etikett ist aus, also ihr nehmt was auch immer ihr habt, gell? Ihr müsst da jetzt auch keine Stanzmaschine benutzen, weil ich höre schon die ersten Schreien. Aber du hast vorhin gesagt, man braucht keine. Ja, habe ich. Aber es ging um die Idee der Karte. Die Ausgestaltung ist dann egal. Insbesondere das Etikett, da nimmt jeder, was er hat und was er möchte. So, und zwar in der Knallbonbon-Schachtel, wenn ich sie denn finde. Ich dachte, die wäre hier drin. Habe ich mich vertan? Ah, doch, hier. Da ist sie. Da sind ganz viele so schmale Etiketten drin, insbesondere auch dieses etwas spitz zulaufendere. Und das habe ich schon einmal in dem wilden Weizen ausgestanzt, wobei da müssen wir das auch gleich nochmal überpinseln, sonst passt es wieder nicht. Und jetzt möchte ich noch den Spruch ausstanzen und dazu möchte ich etwas zeigen, denn das Etikett ist ein kleines bisschen zu lang. Das macht aber nichts, weil gilt ja immer, wisst ihr, was nicht passt, wird passend gemacht.
Und da gibt es einen Trick, also das ist zu lang und das ist so links und rechts mit zu lang. Man könnte da dann jeweils ein Steinchen oder ein Sternchen reinsetzen oder was auch immer. Aber wir machen was anderes und zwar verkürzen wir das Etikett und hinterlegen das eben mit einer anderen Farbe. Das heißt, ich richte es einmal nach links ein bisschen ein, vielleicht ein bisschen weniger, so. So rum. So, einmal hier und durchkurbeln. Wunderbar. So, das hier einmal rauspulen. Mag kein Washi-Tape. So, jetzt haben wir eben das einmal und jetzt setzen wir das nochmal so mit an. Und das spürt man, das rastet quasi ja wieder ein, weil die Breite immer noch die gleiche ist. Und dann setzen wir das aber so, dass eben links und rechts da der gleiche Abstand war, kurbeln das nochmal mit durch und dann ist unser Etikett ruckizucki ein Stück kürzer, als es eigentlich gedacht war. So. Sieht aus wie so gewollt. Ist aber gecheatet. Geschummelt. So, das Etikett, ups, nicht in die Goldfarbe schmeißen, Tim. Das ist natürlich jetzt schlau. Ich bin schon durch mit der Welt. Ich bin auch noch ein bisschen angekränkelt. Ich habe mich nämlich im Flugzeug zurück so diese Standard-Flugzeugerkältung geholt, weil die Lüftung ja immer an ist. Und ich, Esel, steigt ja mit kurzen Hosen aus Las Vegas und offenem Hemd und Hut auf ins Flugzeug ein und friere mir da natürlich dann die Hucke ab. War nicht so schlau. So, also Gold embossed ist natürlich der Spruch und jetzt kann man das unterlegen mit dem in Villa Weizen, sodass das links und rechts genau das Stück rausguckt, das wir vorhin verkürzt haben. Jetzt, ich glaube, ich muss es ein bisschen nass machen. Das ist schon ein bisschen trocken hier. Und dann kriegt das auch so einen Hauch von dem Gold. So, wenn ich das jetzt direkt anfasse, dann geht es mir natürlich voll die Finger zu mit dem Gold. Ja, egal. Gut, Flüssigkleber. So. Was sagt eine Videolänge? Ah ne, war ja ein Schnitt drin, weiß ich ja gar nicht. Doof. Naja, egal. Jetzt sowieso kann man es nicht mehr alles ändern. So. Und dann nehme ich jetzt auch nochmal ein Dimensional und schneide es einfach in die Hälfte. Weiß nicht, Mini-Dimensionals könnte man auch nehmen, aber vielleicht sind die schon ein kleines bisschen zu breit. Weil es ist ein sehr schmales Etikett. So, eins, zwei. So, wo ist meine Karte? Und das Glückwunsch kommt dann natürlich einfach noch hier unter den Knoten eingesetzt. Super cool. Und nee, ich möchte es ein kleines bisschen weiter nach links unten haben. Hier jetzt nicht rumzicken. Das hat zu lange gedauert. So. Da gefällt es mir besser. Viel besser. So, mir sind noch ein paar Sachen als Accessoires jetzt eingefallen. Und zwar, als allererstes natürlich das Offensichtliche. Und zwar kommen im Winterkatalog auch hier diese Sternchen, die Metall-Accessoires-Sterne. Und die würden da natürlich auch fantastisch mit reinpassen. Hier in Gold. Vielleicht setze ich da auch einfach einen großen nach da und einen kleinen nach da. Mal schauen. Aber was mir auch aufgefallen ist, wir haben auch im Jahreskatalog jetzt neu gehabt die Basics für Metallic Emaille-Effekte. Und da ist mir eingefallen, damit könnte man auch diese Galaxy-Sternchen machen. Das weiß ich nicht. Hätte man die noch besser schütteln müssen für den Goldeffekt? Kann schon sein. Und zwar, man nehme einen Tropfen und dann nehme man sich eine Nadel. Zum Beispiel hinten dem Aufhebwerkzeug ist so ein Pixie dran. Und daraus hätte man auch diese Sterne ziehen können. Das heißt, einen langen nach oben, einen langen nach unten und dann einen kurzen und noch einen kurzen. So.
Und dann habt ihr auch diese Sternform, aber in Plastisch und eben in Gold. Das hätte man auch schön machen können, hier anstatt dem Lackmarker. Vielleicht setze ich auch jeweils einfach noch ein Tröpfchen von dem Emailleffekt oben drauf. Aber ich glaube, ich mache hier mal Gönnung und bin so dekadent und hau einfach diese goldenen Sternchen da drauf, weil die sehen einfach so geil aus. Eins, zwei. Kann man nicht anders sagen. Könnte auch natürlich noch einen nach da unten setzen. Aber ich glaube, ich mag die Asymmetrie, dass oben die Sternchen sind und unten der Spruch. Und wir haben ja unten ein plastisches Element. Und außerdem gibt es ja hier diese Dreiercluster. Also da ist ja niemand alleine. So, das ist mein finales Projekt für diesen Sketch. Hier noch mal die anderen Varianten, die sind ja auch nicht schlecht. Die kann natürlich nichts toppen, die ist derart spektakulär. Aber hier sind noch mal die andere Variante, und zwar einmal in Orange und einmal in Pink. Das wäre eben die andere Idee gewesen, unten, dass das nicht weiterführend ist, sondern dass man das unten einfach covert. Da könnte ich ja was geprägt, ihr könnt auch ein Designerpapier nehmen. Was auch immer euch glücklich macht, kann man dafür verwenden. Genau, gut. Und jetzt gucken wir uns natürlich noch die anderen Projekte an aus den Sketchen, weil aus dem Zuschauerbereich ist natürlich auch wieder vieles eingefangen. Und wie immer fangen wir an mit den Sachen, die per Mail angekommen sind und dann die Sachen, die per Post angekommen sind. Und weil es mir jetzt auf der Zunge liegt und ich es nachher safe sonst vergesse, sage ich jetzt einmal Bescheid. Und zwar hatte ich nochmal Probleme mit meiner Der Stempler-E-Mail-Adresse. Und zwar war das E-Mail-Postfach wieder voll. Das ist neulich schon mal passiert und daraufhin habe ich das komplett geleert. Das ist sowieso eine Weiterleitungs-E-Mail an meine eigentliche E-Mail-Adresse. Aber ich hält, habe vergessen, den Papierkorb zu leeren. Und die sind natürlich trotzdem alle gespeichert gewesen, aber halt im gelöscht Bereich. Und deswegen war es leider schon wieder voll. Deswegen, falls ihr demnächst eine Mail geschrieben habt und da noch keine Antwort drauf bekommen habt, wir reden jetzt nicht von den Sketchen, weil da schreibe ich ja sowieso nie eine Antwort, weil tut mir leid, ich möchte mich nicht beeinflussen lassen, ich möchte mir das nicht angucken, bevor ich mein eigenes Projekt gemacht habe. Wenn ihr mir also eine E-Mail oder eine Frage oder eine Bestellung oder was auch immer geschickt habt und noch keine Antwort habt, dann müsst ihr mir die bitte nochmal schicken, weil dann ist die in der Versenkung verschwunden. Okay, gut. Und jetzt aber zu dem schönen Sachen. Wir gucken jetzt noch die Projekte an. So, wir kommen mit der Stimme aus dem Off in Tims Computer. Jetzt gucken wir hier mal rein. Als allererstes habe ich eine Anmerkung, und zwar ein User namens Anatz11 hat mir eine Mail geschickt. Bei dir... Ich meine, wir hatten mal hin und her geschrieben, weil ich das Bild, das du geschickt hast, nicht öffnen konntest. Und das ist mir nochmal geschickt, aber ich kann es immer noch nicht öffnen. Das hast du mir irgendwie, da wird mir angezeigt, ich brauche eine Computererweiterung, irgendeine Bilderweiterung, dass ich das angucken kann. Also das ist nicht einfach eine normale Bilddatei, da musst du bitte nochmal drüber gucken, sonst kann ich das nicht zeigen. Okay, dann ist das aus dem Weg. Normalerweise, wenn ihr mir einfach Bilder per Anhang schickt, bitte nicht in die Mail reinkopieren, sondern als Anhang, weil die kann ich nämlich einfach downloaden, dann ist es gar kein Thema. Aber alle Jubeljahre funktioniert mal irgendwas nicht. Okay, wir starten mit den Bildern per WhatsApp. Das ist dieses Mal nämlich nur eins gewesen und das ist auch ziemlich gut, weil es haben viele per Mail geschickt. Das ist mir nämlich lieber. Also vielen lieben Dank, aber nichtsdestotrotz geht es per WhatsApp. Das da unten ist meine Geschäftsnummer, da könnt ihr mir auch hinschreiben oder Fragen stellen oder was auch immer. Genau, gucken wir rein, und zwar die Myra hat mir ein Bild geschickt oder zwei Bilder geschickt. Eins, zwei, einmal dieses hier mit Blümchen und einem Schmetterling und einmal dieses hier mit noch mehr Blümchen. Genau, und dann per Mail an der-stempler@gmx.de. Auch da könnt ihr Wünsche oder Bestellungen oder Videoideen oder was auch immer ihr habt hinschicken, eure Gedanken und Grüße oder eben auch Sketchbilder. Und da sind dieses Mal relativ viele angekommen, und zwar als allererstes von der Conny ein Bild. Die sind wie immer in keiner speziellen Reihenfolge. Conny hat mit Alkoholtinte im Hintergrund gearbeitet und auch da mit einem Blasebalken ein bisschen gearbeitet. Das sieht man an diesen Spritzern. Und eine Weihnachtskarte draus gemacht. Sehr, sehr, sehr cool. Dann habe ich von der Christine zwei Karten bekommen, und zwar einmal in rosa mit der Katze drauf und einmal in blau mit dem Fuchs und einem Regenwetter. Sehr, sehr, sehr cool. Alle beide mit schönem Aquarellhintergrund. Sehr kunstvoll, gefällt mir sehr gut. Dann von der Anita. Die Anita macht ganz oft Karten hier mit diesem Spielkartenset, oder da war, glaube ich, noch Schachfiguren und Würfel oder sowas drin. Ich habe mich schon gefragt, wann die nächste kommt, Anita. Genau, auch hier ein ganz, ganz traumhaft schöner Aquarellhintergrund mit was Abmaskiertem. Führt eben diesen Trennbanner und einfach Farbe übereinander geschmiert, noch ein bisschen gesprenkelt, teilweise Metallic, super stark. Dann habe ich von der Gloria ein Bild bekommen. Das ist ganz easy gemacht, einfach mit dem Designerpapier drüber und die beiden Schmetterlinge oben drauf.
Genau, und in volle Ladung rosa. Und sie hat zum Beispiel relativ aufwendig reingeschrieben, dass die Rosatöne nicht immer alle genau zueinander passen. Aber das macht nichts, weil es bleibt ja alles in der rosa Farbformulierung, sieht gut zusammen aus. Dann habe ich von der Hedi drei Projekte bekommen, und zwar einmal hier mit den Wichteln, dem Baum, und einmal hier mit Blümchen und einem lilanen Hintergrund. Und hier etwas künstlerisch wertvoller mit Blümchen. Und es sieht immer aus, als hätte sie erst ihre Kunst gemacht und die dann umrandet quasi mit einem Marker und dann eben Motive draus gemacht. Finde ich cool. Dann von der Peggy habe ich hier eine ganz einfache Karte in Lila bekommen. Sieht aber total stark aus, einfach mit so ein bisschen einer spielerischen Technik drüber geschmuddelt. Und dann habe ich noch einmal mit Luftballons bekommen und nochmal eine mit einem Kinderwagen. Und dann habe ich von der Barbara eine Karte bekommen. Das hier, diese hat so einen klaren Teil und dieses Alles Liebe ist durchgestanzt und klebt dann auf der Unterseite. Auch sehr cool. Und dann habe ich von der Petra ein, zwei, viele Projekte bekommen. Als allererstes hier, das soll Hogwarts sein, mit einem Drachen drauf, auch mit Alkoholtinte. Und das ist so eine Double Slider Karte. Da ist ein Fuchs und ein Bär drin. Das sind nämlich zwei Patroni. Du hast mir, Petra, du hast mir einen Generator geschickt, wo man seinen Patronus rausbekommen kann. Es ist natürlich eigentlich klar, was mein Patronus ist, oder? Und das sieht man, glaube ich, auch in den Videos und in meinem Stil. Dann, ach genau, ist immer noch Petra, ist alles die gleiche Petra. Dann habe ich hier ein Projekt mit Eiswaffeln bekommen. Auch hier wieder ein sexy Instagram-Diagonal-Pick. Dann habe ich Beauty of the Deep mehrfach bekommen. Einmal hier, das ist glaube ich mit Aquarell gemacht, verschiedenes übereinander geschmiert. Das ist die Innenseite dazu, das ist das Diagonalbild. Und dann auch nochmal mit Alkoholtinte und aber auch nochmal mit Aquarell. Also sie hat immer mehrere Karten, einmal mit Aquarell und einmal mit Alkohol eingeschickt, die aber teilweise recht ähnlich sind. Auch da wieder eine Innenseite und ein Diagonalbild. Genau, und das ist es. Dann gucken wir uns noch an, was per Post eingegangen ist. Vier Projekte sind bei mir per Post eingegangen. Und zwar als allererstes ein Projekt von der Katja. Die Katja hat gesagt, sie hat bei mir viele Sternenhintergründe und Galaxiehintergründe gesehen und hat das mal auf ihre Weise probiert. Hier mit den Sprenklern. Und sie hat auch reingeschrieben, dass jetzt alles voll ein goldener Sprenkler ist und das Papier wahrscheinlich am wenigsten abbekommen hat. Ja, Katja, das kenne ich. Das muss man ein bisschen üben, aber irgendwann wird es besser. Genau, also hier einfach ganz clean and simple, ein bisschen gespritzt auf Blau und ein Steampunk-Element dazu. Sehr cool. Dann habe ich das der Umschlag. Dann habe ich von der Milka gleich zwei Projekte bekommen. Und zwar einmal so eine Slimline-Karte mit Aquarell und eine Karte im normalen Format, die ist mit Alkoholtinte gearbeitet. Hier auch dieses ganz typische, dieses Verlaufene mit diesen ausgefransten Enden. Und da ist noch eine Metallic Alloy-Tinte mit dabei in Kupfer. Sehr cool. Das ist hier der Umschlag dafür. Dann habe ich von, einmal reingucken, von Barbara habe ich diese Karte bekommen. Eine Unterwasserkarte. Ist sehr, sehr, sehr cool. Und sie hat reingeschrieben, sie hat Alkoholfarben benutzt. Und das sieht man auch hier, dass diese Farben so aufgespalten wurden. Allerdings ist es ein saugfähiges Papier. Also vermute ich mal, hat sie das auf eine nicht saugfähige Unterlage, zum Beispiel eine Glasplatte oder ein Stück Plastik oder so, hat sie da drauf gemalt und das mit Alkohol vollgespritzt und das dann da so reingedrückt. Also vermute ich mal, weil es ist auf was Saugfähigen und es sieht hier aus wie Aquarell, also wie Wasser tatsächlich und nicht wie Alkohol, der verlaufen ist, eben auf was nicht Saugfähigen. Ne? Der Unterschied ist, jetzt habe ich die Karten nicht mehr hier, doch habe ich. So sieht Alkohol aus, wenn er verläuft, und er bildet eben diese Kanten am Rand. Und so sieht Aquarell aus, wenn es verläuft. Und sie hat dann eben quasi Aquarelltechnik gemacht, aber mit Alkoholfarben. Also vermute ich jedenfalls mal. Sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch ein Projekt bekommen von Sonja, hier last but not least, mit der Rakete. Auch da sieht man direkt, das Ringlicht spiegelt sich. Das heißt, es ist eine nicht saugfähige Unterlage. Und das ist eine andere Alkoholtechnik. Das arbeitet eben nicht viel mit weißer Fläche, sondern sie hat hier einfach die verschiedenen Alkoholtinten übereinander gelayert. Das geht dann natürlich nur, wenn man die Farbe in den Fläschchen hat und nicht so wie ich jetzt hier als Marker benutzt habe. Und dann kann man eben die Schlieren alle übereinander ziehen und es sieht dann so aus. Das ist auch mega, mega cool. Seht hier oben einmal den Sternenhimmel von der Rakete und einmal unten hier der Rauch, der aus der Rakete unten rauskommt. Sehr, sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank an alle, die eingeschickt haben, per Mail oder auch per Post. Und wir gucken uns jetzt natürlich noch den nächsten Sketch an.
So, und zu guter Letzt natürlich der Sketch für den nächsten Monat. Der ist geschickt worden, oder beziehungsweise als allererstes, vielen lieben Dank für den letzten Sketch und alle, die mitgemacht haben. Ich habe auch aus dem Publikum viele Sketch-Ideen bekommen. Ich fände es schön, wenn die Sketche selber aus meinem Team kommen würden. Deswegen, liebe Team-Mädels, schickt mir gerne euren Sketch, wenn ihr das hört. Das kann ganz einfach sein, einfach nur was hingekritzelt und dann ein Bild per WhatsApp. Aber das wäre schön, wenn das Format nicht ausstirbt, deswegen. Und dann habe ich hier den neuen Sketch. Der Sketch selber ist erstellt von der Uli. Vielen lieben Dank, Uli. Die ist immer so meine treue Seele für die Sketch-Reihe. Und die Bonusaufgaben, ich meine, der müsste ja dann in der ersten Oktoberwoche gezeigt werden. Das heißt, die erste Bonusaufgabe ist, eine Halloween-Karte draus zu machen, weil im Oktober wird natürlich Halloween gebastelt. Wie gesagt, auch immer, wenn ihr wollt, ihr müsst aber nicht, dann könnt ihr mich hier eine Halloween-Karte draus basteln. Und die zweite Bonusaufgabe ist ein Aufbau, eine Erweiterung der ersten Aufgabe. Und zwar soll es keine cute Halloween-Karte sein. Cute heißt süß oder niedlich. Also kein so ein süßes, niedliches, kindliches Halloween, sondern so eine, wie ich sie mag. Etwas grungy und vielleicht ein bisschen gruselig oder ein bisschen eklig oder irgendwie so. Also wirklich so Halloween, so wie Tim das mag. Also das ist die Bonusaufgabe Nummer 1, Halloween, und zweitens Halloween, so wie Tim das mag. Genau, zu dem Sketch von der Uli, lieben Dank. Und dann auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Leute, die mitgemacht haben und die ihre Sketche einschicken. Es macht mir total Spaß, diese Videos zu machen, auch wenn die immer so aufwendig sind. Und ich freue mich immer über die ganzen Projekte, die hier eingehen. Gut, und das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt mal wieder was gelernt. Und wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.